Bevor wir mit dem Video starten, also richtig starten, ne, also sprich Resident Evil 4 zocken, habe ich mal ein kleines Anliegen an euch. Und zwar, ich habe einen Discord, schon eine ganze Weile, den findet ihr unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr einfach mal raufklicken und euch einfach mal in den Server einladen. Der Link ist auf jeden Fall da. Und Instagram habe ich auch, das ist einfach Bärenkroate mit AE, weil gibt es ja nicht bei Instagram, ganz einfach, ist auch hier mit eingeblendet, könnt ihr das dann gleich sehen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach an, ne, mit dem eigentlichen Video. Hallo YouTube und hallo liebe Zuschauer. Oh hey. Na, wie geht's euch jetzt? Alles gut bei euch? Ich hoffe doch. Willkommen zurück zu Resident Evil 4, unser tolles Let's Play. Ja, letzte Folge, ne, ist ja nicht so viel passiert. Naja, bin ein bisschen rumgerannt, viel gestorben. War doch, dreimal? Kommt hin, ne? Ja, diese Folge ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich wollte eigentlich auch niemanden so eigentlich verletzen, ne? Also Brandenburg und so, ne? Also, ne? Ich glaube, ich mache mir damit nur Feinde. Ist nicht böse gemeint oder so. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue! Was? Also an der Stelle haben wir hier aufgehört, vor der Kirche, und wir gehen jetzt einfach rein. Ich habe keine Ahnung, also ich glaube damals war das so, dass du gegen den Bürgermeister gekämpft hast, also der Große mit dem Hut, ne? Aber wir gucken mal, Remake und so, ein bisschen anders, andere Story, andere Geschichte, ne? In der Tat. Wir gehen jetzt rein. Ashley Graham! I'm here to help. Are you sure? Oh, wir haben Bolzen. Nachladen. 3 von 3. Okay. Mehr ist hier nicht. Ach komm, Spiel. Ich meine. Das wird, glaube ich, jetzt kein. Oh. Eine blaue Scheibe. Was soll jemand eine blaue Scheibe brauchen? Ich weiß es auch nicht, aber guck mal, hier drüben haben wir auch noch was. Haha. Oh, MP-Munition. Haben wir die? Ja, die hatten wir ja, stimmt. Ach man, man wird einfach alt und vergesslich. Oh. Nochmal ein grünes Kraut, dann kann man die verbinden, oder? Herstellen, genau. Herstellen. Oh, wir könnten uns theoretisch normale Munition herstellen. Was haben wir hier mit? Pistolenmunition. Ja. Herstellen, komm. Vielleicht brauchen wir die ja wirklich. Who knows? Wer weiß das schon, ne? Welche Nase? Hier geht's weiter. Hier ist verschlossen. Aber man kann aber auch gar nicht irgendwie damit interagieren mit der Tür. Das geht gar nicht. Mhm, haben wir hier. Eine Luke öffnen. Ach, dafür war das blaue Rädchen. Alles klar. Mal schon oben gesehen. Hier da, die Figur. Hinter dem Glas. Ein kleiner Schlüssel. Oh. Dann öffnet sich sicherlich die Tür. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich blick gerade echt nicht durch, aber wir gucken gleich mal. Müssen die Gläser aufeinander liegen. Boah, das ist doof. Ich habe gerade echt meine Schwierigkeit, muss ich aber zugeben, ne? Okay. Okay. Was kannst du eigentlich? Da, warte mal, da sieht man den ersten einen Flügel da. Okay. Jetzt kommt. Tada! Und wir haben eine Tür geöffnet.
Ja, ich habe gerade ins Licht geschaut, ja. Mhm. Aber nein, eigentlich möchte ich gar nicht ins Licht gehen. Okay. Also wir können nur hoch. Na dann. Was erwartet uns hier schön? Nein. Schrei am besten noch lauter rum. Und alle wissen Bescheid, dass Leon Kennedy da ist. Ne? Oh Gott. Hat's hier geklappert? Ah, man kann da rein, theoretisch. Theoretisch. Aber wir gucken erstmal hier alles in Ruhe ab. Was haben wir da? Oh. Ein altes Klapphandy, wie schön. Okay, hier kann man nur zu zweit raus. Na, dann müssen wir wohl in diese scheiß Tür reingehen. Und ich dachte, in der Kirche kämpft man eigentlich gegen den Teufel. Oh. Ashley Graham, are you in here? Oh. Stopp. Stoppen Sie bitte. My name's Leon. I'm here in the president's quarters. That one well. It's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there? Oh. Oh nein. Oh nö. Deliver unto them. Salvation. Ach du Scheiße, und los geht's. Ach nein. Oh. Kapitel beendet. Finde ich ja schon mal. Ja, bitte. Wir wollen den Fortschritt natürlich speichern. Das müsste jetzt. Das müsste in Kapitel 5 ankommen, ne? Genau. Und. Nächstes Kapitel bis zu starten. Ich gehe davon aus. Ich weiß es gerade nicht. Also, ne? What do we do? Your father trusts me. And I need you to trust me too. And do exactly as I say. Okay. I'm gonna get you home safe. Okay. Okay, Leon. Müssen wir jetzt gegen die Jungs kämpfen? Alright. Let's get the hell out of here. Man kann gegen die kämpfen, man muss aber nicht gegen die kämpfen. Get the ladder. So. Okay, sie wissen, glaube ich, nicht, dass wir da sind. Oder, also, die wissen schon, dass wir da sind, aber nicht wo genau. Okay, Agarillo. Was haben wir hier Schönes? Da kann man aus dem Bett. Was haben wir da? Nein, das war zu früh. No way. It's okay, I've got you. Oh nein, das war zu früh. Nein, spring noch nicht, ich will nochmal zurück. Ah, scheiße, da war nämlich noch was zum kaputt machen. Nein, spring nicht, komm Schatz, spring nicht. Trust me. Ja, fuck. Ich hab's versaut. Aber wir können schon jederzeit wieder da rein, oder? Theoretisch, aber wegen den paar Sachen, die da oben sind, sollten wir nochmal zurück. Ach man, ich Trottel, da war doch bestimmt was. Oh, Blendgranate. Und. Bruce, I've secured Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP.
I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Roost out. Oh. Da hoch sein wir? Das ist ja gar nicht so weit weg von hier. Wo sind wir denn? Aber doch, das ist noch ein ganzes Stück. Verdammt, da wird noch so viel passieren, hundertprozentig. Vor allem müssen wir mal durch den Dorfplatz durch. Oder können wir hier einfach zurück? Mit dem Boot. Und dann hier rüber und dann da hoch. Geht das nicht auch? Aber keine Narrenfreiheit, können wir hier einfach hier zurück? Nee, ist auf einmal. Hä, warum ist das auf einmal zugemacht? Ach, toll. Also so viel Freiheit haben wir dann doch nicht, so wie ich gehofft habe. Schade. Ich würde gerne hier so rüber und einfach abhauen und eigentlich zurück in die, da oben in den Terror. Oh, fuck. Oh ja. Einmal halten. Damit fing einmal Resident Evil 2 an. Okay, ah, guck mal hier, siehst du? Öffnen. Schon mal einen Vorteil mit den kleinen Schlüsseln, den wir gefunden haben. Oh, ein gelber Diamant, da können wir da bestimmt wieder was herstellen. Was verbinden meine ich, nicht herstellen. Hier, warte, wo sind unsere Schätze, genau. Und dann hier hast du den schönen, genau, in die Lampe bitte. Ja, einmal da. Vielen Dank. Da freut sich unser Händler. Okay. Coming, get behind me. Oh god! What is wrong with these people? Twisty son of a bitch. Boah. Ich schieß hier nichts. Ah. Hier kommt mir dein Kopf her. Na, was? Ah. Ja. There you go. So, jetzt haben wir die geblendet und jetzt können wir den Penner nämlich. Ach. You okay? Yeah. Okay. Oha. Oh. Ah ja. Ach du Scheiße, was ist hier los? Agarillo! Okay, das war's. Ach, fuck. Was für eine dumme Stelle, ey. Ich hab das ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, da kommt viel weniger. Vor allem, wir haben keine Schrotmunition, ne? Oh. Haha. Nein! Das wollte ich gar nicht. Zurück. Ja, super. Hoch mit dir. Hoch. Hoch! Wieso hängt der denn da fest? Wegen der blöden Fotze oder was? Keine bösen Wörter. Oh, wegen der blöden Kuhblein willst du oben hängen oder was? Oh, super. Pause. Pause, einatmen. Und jetzt hoch. Ashley, hoch. Dann gehe ich zuerst, blöde Sau. Meine Fresse. Oh. Okay, sind ein paar mehr. Wir müssen uns ein bisschen. Mann, lass mich hoch, Ashley. Verpiss dich, los. Ey, dass die da nicht einfach. Kann die nicht einfach hier bleiben? Warte mal. Nein. Okay, diese beiden Befehle habe ich. Stay close. Zieh Leine. Toll. Warte mal. Dann können wir den vielleicht auch mal so entfernen. Kann man dann zoomen? Ah, wir können. Okay.
Nice shot! Sein Schädel ist erledigt. Sehr schön. Headshot! Seiner auch. Jetzt genau, hier ging's hoch. Wir haben auf jeden Fall schon mal drei von den bösartigen Monstern weg. Ah, jetzt darf ich die Lampe benutzen. Ja, wie toll ist das denn? Guck mal hier, genau, da war noch nämlich was, sage ich doch. Oh, was ist das? Minenaufsätze? Eieiei, Minenaufsätze, aber damit kann ich jetzt noch nichts anfangen, oder? Hier haben wir noch was Schönes. Flintenmunition, siehst du? Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Flinte ist sehr wichtig hier dem Spiel. Mädchen, du bist es, okay? Nicht, dass ich dich auch noch im Haufen baller. Oh Mann, ey, wirklich, dieses Spiel ist echt nicht so leicht. Aber ich wollte ja wieder jedem beweisen, wie cool ich bin. You're goddamn right. Wo ist denn der Sack? Ich höre den nur. Am Eingang oder was? Hier am Ausgang, was er gesagt. Ach. Ach Mann. Ah. Okay. Haben wir alle? Wir sind echt arm dran. Wir haben echt keine Munition mehr. Hier kommen wir aber nach. Und noch die lustigen Bolzen. Unsere Leben sind auch nicht mehr so volle. Boah, das war jetzt gerade eine ätzende Stelle. Oh, Kisten. Trotzdem nicht so schnell. Wir müssen aufpassen. Oh, der Händler. Okay. Bro. Okay, was hast du denn? Oh, Red Set 9, was sagt ihr denn? Angriffskraft. Angriffskraft 1,0. Okay. Feuerrate, Präzision. Naja, nur die Angriffskraftliste zu wünschen übrig, ne? Können wir irgendwas verbessern? Haben wir schon, ne? Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death. Aber items you might be interested in. Ja, sind wir auch. I'm afraid we don't have a deal. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price. That's our choice to make. Was ist unser tolles Ding, was wir eigentlich haben? Hier. Stopp. Stopp, stopp. Ach, hast du einen Diamanten nicht geholt, ne? Dann gehen wir nochmal zurück. Wir haben einen Diamanten nicht geholt aus dem meinem Raum. Ja. Ich verstehe euer Gestöhne, aber wir haben das echt vergessen. Wir müssen den nochmal holen. 12 Sekunden später. Okay, lieber. I'll buy it at a high price. A choice of an avid gun pleasant traveler. Welcome. Tunen, siehst du? Try that on for size. Die sogar auf 210 dann. Boom. Our craftsmanship demands. Not enough cash. Come back. Oh. Alles gut, Senor. Welcome. Lass mich in Ruhe. Was hat er noch hier für uns? Vorsicht, Hunde. Er muss den wilden Köter kümmern, der im Dorf sein Unwesen treibt. Er sieht nicht wie ein normaler Hund aus, sollte also leicht identifizieren zu sein. Okay. Alles klar. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Munition. Nein. Hunnigan was right about the weather. Und noch mehr von den Pennern. Okay, Seidenkristall. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade echt keinen Spaß.
Oh nein, sogar noch ein großer mit Axt. Wie sollen wir denn den besiegen? What the fuck? Wie sollen wir denn den? Wie sollen wir den platt machen? Vor allem mit was? Oh Gott. Oh, erledigt. Okay. Durch das Fenster, ne? Oh. Oh, fuck. Ah, fuck. Oh, Mann. Okay. Was? Warum? Alter. Okay, das Schweinevieh greift die anderen an. Ich kann nicht. Fuck! Okay. Alles gut. Und das war's. Alter, das ist echt nicht leicht gerade. Das ist echt schwer. Vor allem, du bist so ein bisschen so in diesen... Hä? Na? Erledigt? Nee. Jetzt? Hat keiner mitbekommen? Oh, hat jemand mitbekommen? Da kommt gerade jemand. Scheiße. Sehr schön. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, deswegen rede ich gerade nicht so viel. Tut mir leid, Leute, an der Stelle. Schieß! Reicht's? Jetzt reicht's. Na?
Sie brennt. Irgendwas zum Schießen noch? Oh Gott. Alter, wir haben nichts mehr. Wir haben wirklich nichts mehr. Wir müssen uns Pistolenmunition machen, anders geht's gerade nicht. Oder können wir Flinte machen? Doch, wir können uns theoretisch sogar Flinte machen. Warte, wir machen uns Flinte. Ja. Dankeschön. Es ist sogar am safest, also am sichersten, uns eine Flinte nochmal zu basteln. Also Munition für die Flinte. Okay. Da sind noch ein paar draußen, man hört sie auf jeden Fall. Haben wir jetzt eigentlich noch Kraut gesammelt? Ja, wir hatten ja Kraut hier. Guck mal, verbinden, herstellen. Ey, Jungs, ihr... Jungs, sage ich schon. Und Mädchen, ne? Ihr wisst nicht, wie mein Herz in die Hose rutscht ist. Ey. Die Luft ist hier so rein! Wir sollten nochmal in Ruhe alles abgucken, weil vielleicht treffen wir auf den Hund, der auch gesucht ist. Aber guck mal. Come on. Oh cool, da kommen wir eine Etage höher. I'm definitely gonna catch a cold. I need you to open it from the other side. Oh nice. It's locked. Oh cool, sie macht es. Danke. Oh. Ein eleganter Armreif, sehr schön. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Mach die Tür zu. Okay, dann muss wissen, dass wir hier drin sind. Kräuter gibt's hier nochmal als Dankeschön. Noch irgendwas. Nur diese Kiste. Aber wo ist gut? Wir brauchen immer Pesetas, ne? Das ist schon mal geil. Oh nein. Oh, da kommt der angerannt. Komm mal her, verstecken uns hier hinten. Komm mal her, hier zu mir. Nein. Was für ein Dessert? Not bad, right? Ja. Oh. Das Spiel hat ein bisschen Mitleid mit uns, aber nur ein bisschen. Kann man irgendwas basteln? Ja, die kann man nochmal basteln. Sehr schön. Aufladen. Waren das nur die beiden Punks jetzt? Scheint so. Okay, da war noch einer. Da hinten. Ach so. Ich hoffe, das reicht. Oh nein. Wir so einen dicken. Weg hier. Ja, ja. Das ist ja voll fies. Wie sollen wir den platt machen? Oh. War ja klar, dass der mutiert. Achso, der will sie haben. Oh, was? Hat er mir gerade einen Big Boot gegeben? Ja, sehr gut. Okay, das wird lustig. Ich bin froh, dass wir uns die Waffe genommen haben, weil es aber es wird nicht so leicht, wie ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Okay, da ist der Kopf. Uah. Keine Ahnung, ich muss auf jeden Fall hier weg. Sonst schaffen wir das hier alles gar nicht, das ist viel zu schwer. Reicht's endlich mal? Ja. Auch erledigt. Ja, noch 4 Schuss, 6 Schuss. Okay. Ja, ja.
Was? Ach, leck mich doch am Arsch. Weg, 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 weg. Diese Viecher sind so ätzend. Uah. Jetzt erledigt. Alter. Boah, ist das schwer. Also, was erraten ist, kein Zuckerschlecken. So ein dicker dazu. Mal Licht an. Ist noch irgendwas für uns wenigstens? Irgendwas? Ja, da. Oh, Schießpulver. Hier geht's hinten lang. Hier versteckt sich auch keiner irgendwie. Och nö. Einfach rennen. Einfach rennen. Au. You're missing Senorita. Senorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide. Now. In that case, here. Help me. Ashley, quick. Over here. Oh no, dürfen wir jetzt gegen die Jungs kämpfen? Okay. It's game time. Oh nein. Okay. Ja. Und jetzt? Was haben wir denn hier? Yeah. Now if you'd shut up, we'd be good to go. Ah, wir hätten es schieben müssen, wa? Okay. Ich weiß auch nicht, dass das hier Phase ist. Achso. Nein. Okay. Aua. Ei. Okay, ist ja ein kleines Problem, wa? Da war ein bisschen Heilung, habe ich gesehen. Du kannst aber hier mit unserem eigenen Spray erstmal heilen. Oh Mann. Ei. Du Mistsack. Na, haben wir irgendwas genommen? Eine. Ja, warte. Haben wir die alle erledigt? Ja, ja, haben wir. Kommen noch mehr. Oh, Entschuldigung. Ja. Oh. Nein. Ah. Oha, ist ja. Ah, da. Oh. Da noch eine Heilkräuter zum Mischen. Ja, machen wir so. Und dann nehmen wir die hier und nehmen die erstmal so, wir fressen die einfach so. Oh, wir haben keine Emotion mehr. Haben wir davon noch was? Wir haben noch die hier, ne? Das wird nicht so leicht, Leute. Oh, nee, ausrüsten, danke.
erledigt. Oh. Aber wir können jetzt, denke ich, hier hoch. Sehr gut. Oh Mann. Oh. Nein, können wir irgendwas? Ja, wir können. Das reicht aber nicht, ne? Nee. Hier ist noch ein bisschen Munition übrig. Oh, wir müssen uns heilen, sonst sind wir gleich wieder tot. Oh Gott. Nein. Oh. So Sachen. Aua. Ah. Eieieiei. Okay. Ah. Okay, nochmal ein Brett bekommen. Reicht's? Okay. Uah! Okay, wir müssen das so machen. Reicht das jetzt für dich? Woher kommen die denn? Okay. Einmal abgedeckt hier. Uah. Und hier? Okay, jetzt aber aufpassen. Nein. Oh, scheiße. Jetzt kommen die mit der Leiter noch hier an. Oh, das ist ja gemein. Ich bin schon tot, ne? Ja, das war's. Nein. Wir haben es verkackt. Wir hätten die Tür zuerst machen müssen, dann diese Scheibe dazu machen müssen. Okay, Leute. Wir hören hier an der Stelle auf. Ich brauche eine Pause. Das ist gerade echt heftig, was hier abgeht. Das ist echt ein Scheißkampf. Man muss sich dann rum einen Plan machen. Aber auf jeden Fall unten die Tür zuschieben, dann das eine barrikadieren und dann hat man ja noch drei andere Fenster. Ne? Und man kriegt da irgendwie die Bretter nur von den Gegnern gedroppt am Ende des Tages. Ja, keine Ahnung, wie ich da jetzt rankomme. Machen wir nächstes Mal nochmal, ne? Juti, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Und falls du gerade oder jetzt zufällig hier auf den Kanal gestoßen bist, dann lass doch bitte ein Abo da. Ansonsten like das Video und fleißig kommentieren. Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr euch das Video anschaut. Macht's gut, bis dann, dein Damir, aka Bärenkroate. Adio und ciao, ciao.